Moin und herzlich willkommen im nächsten Vlog. Wir haben ja jetzt letztes Mal ein bisschen hier eingeräumt, umgeräumt und erweitert. Ne? Ein paar Regale dazugestellt. So. Und wir machen jetzt hier mal schön fleißig weitermachen. Wir helfen erstmal schnell mit bei den Regalen auffüllen. Vielleicht müssen wir dann hier nochmal ein bisschen bestellen oder sowas. Ja. Siehst du, mehr könnten wir nochmal schnell gebrauchen. Markt. So, dann unseren. Davon brauchen wir ein bisschen was. Und wieder vom Öl. Vom Käse. Wasser und Kuchen. So, siehst du, ich wollte noch den Milch und Spaghetti. Milch einmal einzeln und im Sechser. Dann könnten wir das noch. Davon einmal, Toilettenpapier, das, Mozzarella könnten wir noch einmal mitnehmen. So, dann das, Pommes, diese was brauchen wir denn noch, was brauchen wir noch? Ich glaube, das könnten wir noch mal mitnehmen. Und Bruder. So, die 38 Artikel, die haben wir jetzt gerade bekommen. Siehst du da, siehst du? Aber wir haben ja hier noch genug Platz drin. So ist das ja nicht. Kartoffeln. Kartoffeln hatten wir, glaube ich, hier noch auf dieser Seite. Siehst du, genau. Dann unseren. Ne, dass wir dann alle Sachen hier schön einsortieren, schnell. Aber wo waren die Sachen denn jetzt? Der die eigentlich meistens nur von hier vorne, ne? Die sind da unten. Siehst du unser Öl? Öl war nämlich auch mal leer gewesen. Das geht auch mal ganz schnell. So, unsere unsere Spaghetti Tatas. Die Susu ist auch noch voll. Ja, also wir müssen mal sehen, dass wir da mal noch ein bisschen mehr Regale dazu holen. So. Milch einzeln auch noch. Ne, so dass wir dann zumindest immer ein bisschen mehr Sachen zusammen zur Verfügung haben. Ne? So unsere Spaghetti ist wieder. Die packen wir noch mal schnell damit rein. Dann haben wir die nämlich auch wieder da. So, Mehl. Unsere Kugel. Ne, hier vorne waren sie nicht mit bei. Oder? Ne, da waren sie nicht mit bei. Da, wo? Da oben sind sie. Aber hatten wir auch noch genug dran. Toilettenpapier, Toilettenpapier könnten wir auch so quasi auch selber so mal so noch mit aufhören.
Dann haben wir unsere Kuchen wieder hier. Die packen wir auch noch schnell mit rein. Aber schade, dass sie das nicht automatisch hier mit reinräumen. Finde ich echt traurig. Eier im Sechser. Ist ja komisch. Das ist ja echt komisch. Da oben. Diese Mortadella-Geschichte. Mensch, warten wir die denn? Da oben. Käse, siehst du, hatten wir auch lange nicht mehr gehabt hier. Hier, zack, bumm, rein damit. Immer schön rein damit. Milch, auch wieder da. So, wieder Milch. Milch. Da. So, den Käse. Immer rein damit. Nochmal Käse. Diese haben wir den Käse auch zumindest wieder da. Und ich muss jetzt auch erstmal Geld verdienen. So, den muss ich mal gucken. Oh, heiliger Bimmer, du ahnst es nicht. Kartoffeln! Unser Thunfisch. Wasser, zack, bumm, rein damit. Immer schön da rein damit. So, hier haben wir Honig. Honig. Honig, da oben. So, was haben wir denn hier? Unsere Erdnussbutter. Siehst du, da hatten wir auch noch genug. Schokolade, Wasser, was ist das? Basami. Stehe ich direkt davor. Die Schokolade. Sehr schön, dann haben wir soweit alles wieder drin, oder? Ach, hier hinten sind auch noch mal zwei. Da war einer drin. Aber dann sollten wir aber auch wirklich alles drin haben, glaube ich, ja. Sehr schön. So, jetzt müssen wir erstmal Laden öffnen. Wir müssen Geld verdienen. Sehr schön.
So, warte mal, die Buddha, die Buddha. Da hatten wir doch auch mal hier ein Fach gehabt. Meine Güte, wo ist der jetzt hingekommen? Da. Siehst du. Dann ist der Laden soweit fertig. Alles aufgefüllt. Sehr schön. Dann ist die Frage, was brauchen wir denn noch alles? Die Sepsoda. Die andere Buddel hier, Olivenöl, jetzt habe ich es wieder. So, kaufen. Aber dann füllen wir das so gesagt dann noch auf hier. So, Sepsoda. Sepsoda, Sepsoda, Sepsoda. Die hatten wir da. Hier das. Das brauchen wir auch noch mal. Das hatten wir aber, glaube ich, war da unten gehabt. Hier. Kaufen. Ne, dass wir dann so gesagt sind, auch wieder alles dann so. Alles wieder so ein bisschen siehst du, ich muss an die Kasse. Ich muss an die Kasse. So. Na, dann hast du jetzt noch mal ein bisschen abkassieren jetzt noch. So, 79, 60, Enter. So, 71, 60. So, 61,50. So, oh, Alter, 28,90. So. So, 70. Ah, sehr schön. 100. Oh. Siehst du, das bringt Geld an. So, 39,40. Geld. So.
Sehr schön. Warum kommt ihr alle mit Bargeld an? $82,30, wunderbar. $5,39, sehr schön. So, eins. So, dann. War schon wieder Bargeld. So, drei. Und ist sehr schön. So, entschuldige ich mal kurz. Das ist mir egal. So, 60, 40. Oh, Karte, das liebe ich ja, ne? 63, 30. Nee, mit Bargeld will ich aber nicht. 1. 20. Sehr schön. So. 81,30. Sehr schön. $12,20. So. Alter, 25 € und ah, lieber schöne Karte. So, 43,60, wunderbar, tschüss. $108,50, sehr schön. Ah, oh, sehr schön. So, 5,7. Sehr schön, sehr schön. Und zack, Geld. So, kommen Sie ran hier. So, dann muss ich sehen, dass ich den nochmal... Was kostet dann noch so eine Truhe? So, Kasse brauche ich nicht. So, dann habe ich davon zwei schon mal drin. So, und dann kann ich den noch mal Hähnchen und das mitnehmen. Dann habe ich das nochmal schon mal parat. Und dann wollen wir mal den Tag schnell beenden. Produkte nicht gefunden, bestimmt zu teuer. Ja, ist nicht so weiter. Ist nicht so schlimm.
Gut. Dann zack, kaufen. Das ist mir egal. Warte mal, rein theoretisch könnte der erstmal kurz hier stehen. Dann geht der in die Ecke. Der kommt dann so mit dran. Dann habe ich noch eine Gefriertruhe. Die nehmen wir jetzt auch noch mal mit in Beschlag. Ach, da ist schon wieder. Ach, das ist doof. Das ist echt doof hier. So, müssen wir mal gucken. Dann könnten ja zum Beispiel die Truhe auch gleich hier schon mit hin. So wie diese Truhe, die kommt dann auch noch mal weg. Dann schnappen wir uns mal den guten Hobel hier. Und stell ihn dahin. Dann geht der. Dahin, der verschwindet mal kurz nach hierhin, der dahin, dann will man jetzt noch mal schnell hier umbauen. Nützt nichts. Dann haben wir das nämlich hier alles schön parat. Das müssen wir auch. So, und der kann dann hier so gesagt da so ran. So, dann kommt nämlich dies Regal. Dann passt das, ne? Ach, da passt auch nichts rein. Okay. Ah, nee, das sieht. Das sieht ja echt schrecklich aus, ne? Ja, dann geht der hier halt mit in den Raum rein, ne? Oh, das wird Zeit, dass wir eine Erweiterung holen. Apropos, könnten wir ja eigentlich mal nachschauen, ne? Die Verwaltung, Rechnungen. Oh. Gut, dann haben wir die Wachstum. Ja, das sind 7000 Euro. Okay. So, wollen wir nochmal einen zweiten Kassierer einstellen? Gut, dann haben wir zwei Kassierer.
Und ich kann mich dann hier weiter um meine, quasi um meine Sachen kümmern hier. Dann habe ich die nämlich auch dann weg. So, Hähnchen haben wir dann auch genug. Oh, komm her. Pommes, Pommes. Hähnchen. So, was haben wir hier? Dann machen wir die auch noch mal schnell vor hier. So, dann sind die auch schon mal voll. Sehr schön. Was haben wir hier noch? Pizza. So, die Pizza, die könnten wir dann auch ein. Oh, komm her. Wir hatten. Ja, wollte ich gerade sagen. So, was haben wir hier? Haben wir noch irgendwo. Ja. Dann sind die alle. Gut, einmal Platz haben wir noch für die Paprika. So, und jetzt gehen. Gut. Ja, dann. Siehst du, dann haben wir nämlich alles da. Siehst du, eine neue Lizenz könnten wir auch noch mal nachgucken. Käse, Kaffee mit einer hellen Rüstung, Wasserflaschen, Eier, Makaroni, gebrannter Zucker oder Nebraska Zucker, grüner Tee. So, Lachs, hier wird gerade Steaks. Ah. So, Knabbersticks, scharfe Soße, Schokoladeneis. Siehst du, da brauchen wir schon wieder so ein Ding. Ketchup, Mayonnaise. Naja, grüner Teig, also Käse. Da müssten wir erstmal wieder ein bisschen Toilettenpapier, siehst du. Wir brauchen Toilettenpapier. So, kaufen. Dann haben wir das nämlich auch wieder da. Ja, geht auch. Zack, zack, ist weg, ne? So, und dann sind wir, glaube ich, am Ende angekommen. Na, dann werden wir das Video jetzt an dieser Stelle mal beenden. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis denn. Ciao, ciao.